Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WTC. Hallo liebe Camper. Ich habe hier zwei Leute dran. Aber hier gehen wir heute nicht drauf ein. Das Auto wird heute fertig. Gut, Fernseher noch, Schüssel noch, aber gut, der Tag ist ja noch lang. Drei Leute sind am Auto. Vier! Weil wir haben gestern zwei Autos vorgezogen. Das geht nur heute, dann muss der wieder Wochen stehen. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Ladebooster. Berichten wir drüber. Ich will gucken, dass der heute fertig wird. Ja, hier ist schon der nächste. Ganz neu, Nissan. Ja, das ist ja schade. Hier ist ausgebucht. Fast. Es geht schon fast bis Ende des Jahres. Unter Bodenschutz geht hier nichts mehr. Komm. So. So, draußen steht ein Knaus, der jetzt reinkommt. Der hat eine Standheizung gekriegt. Die ist auch fertig. Siehst du da? Der wird jetzt abgeklebt. Der kommt aus der Grube raus, der geht raus. Also die Grube, wie gesagt, ist das ganze Jahr. Und darum mussten wir diese blöde Bühne kaufen. Ich sag blöde Bühne, weil sie so zu teuer war. So, hier geht's mal drum. Ein Ami. Alles, was drin ist, alles. Alles. 110 Volt raus. Ne, wir fangen schon an hier. Es ist auch so, das ist natürlich Amerika. Die haben da wieder andere Bestimmungen wie wir. Die haben überall in der Decke starre Leitungen liegen. Ich sag mal NIM-Leitung. Das ist in Amerika so, die dürfen es, warum auch immer. Aber der Kunde möchte alles raus haben. Kühlschrank ist schon neu ersetzt. Und ja, ich sag mal einfach, alles raus. Steht auch, das ist nicht so gemacht. Das ist ein sehr schönes Auto, finde ich. Ne? Gut, ich bin nicht so für ein amerikanisches Auto. Aber gut, ich muss wieder sitzen hier. Schön, ne? Wenn man sich immer so mit dem Arsch auf die Tische setzen kann. Da gibt es noch eine Sache. Im Augenblick, liebe Camper, die haben alle Lieferprobleme. Heizungsschlauch nicht lieferbar. Fernseher 19 Zoll nicht lieferbar. Unglaublich viele Produkte sind nicht lieferbar. Es ist auch so, die Preise werden auch jetzt nacheinander immer steigen. Die Containerpreise aus Fernost haben sich verdreifacht oder vervierfacht. Das heißt, wenn einer so einen Container Ware bestellt, was weiß ich, 50.000 Fernseher, der hat einen Preis, kostet der Container, weiß ich nicht, hat mal irgendwas, wir zahlen 2.400 Dollar, so wird das gerechnet, kostet jetzt 10.000 Dollar. Könnt ihr mal im Internet alle ein bisschen gucken. Und ja, und kriegst die Ware nicht her. Ne? Jetzt habe ich Heizungsschlauch, ich habe da lange telefoniert. Wie gesagt, Truma hat keinen, Eberspecher habe ich die letzten Reste gekauft. Gestern habe ich in England 50 Meter noch gekriegt. Und ist einfach nicht lieferbar. 19 Zoll Fernseher, kein da. Einfach kein da. Fertig aus. Gut, Fernseher habe ich jetzt von jemand anders mir besorgt. Aber im Augenblick wird es ein Problem, die Ware herzukriegen. Die Ware herzukriegen ist im Augenblick ein großes Problem. Lager habe ich voll bis unter der Decke mit Heizungen. Kleber habe ich Paletten da. Kühlschränke habe ich Paletten da. Wir warten jetzt auf unseren neuen Lithium-Akku. Der soll in, wenn ich das jetzt alles richtig sage und höre, ich glaube, unser Lithium-Akku ist auch in 6 Wochen, 7 Wochen hier. Das wird eine Bombe. Ne? Ich könnte, soll ich mal die App zeigen? Ja, ich habe so eine geile App, so was habt ihr noch nicht gesehen. Bald. Das wird ein Lithium-Akku. Und der ist noch weit unter dem Preis von anderen namhaften Herstellern. Wirklich, das wird eine super Bombe. Egal, wir müssen warten. Aber die Ware herzukriegen, ist ein Riesenproblem im Augenblick. Du hörst immer nur, haben wir nicht, liefern wir nicht. Dann willst du das haben, ja, kommt nicht. Gut, ich bin froh, dass ich eigentlich die Lager gut gefüllt habe. Und weiß ich nicht, vielleicht gibt es in 2 Wochen keinen Kleber mehr. Und Solarhalter, was weiß ich. Es ist im Augenblick ein Problem. Ich habe heute Morgen langes Gespräch mit der Firma Eberspecher gehabt. Ich warte da drauf. Eberspecher sagt, können noch nicht mal mehr eine Platine liefern. Sollte jetzt mal eine Platine kaputt sein, warum auch immer, könnte ich eine aus einer Heizung nehmen oder eine Heizung tauschen. Aber es ist nichts da. Sie können alle nicht liefern. Ja? Heute Morgen Dynavin angerufen. Ja? Wir bestellen meistens immer 8 bis 10 Navis. Ja,
du hast ja selbst heute Morgen bestellt, 4 kommen schon mal. Ja, was nützen mir denn 4 Radios? Aber es ist keine Ware da. Und damit müssen wir jetzt gut klarkommen, dass wir, wie gesagt, ne, guck mal, wie das da aussieht. Das ist ja der Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5 Türen. Ja, das ist ein Großprojekt, sind 4 Leute dran. 1, 2, 3, 4, ne, sind 5 Leute. Hier dran, da sind 3, da sind auch 2. Hoppsala, mein Hallo, 1, 2, 3, 4. Hier sind auch 2 Leute dran. Ja, die Heizung ist schon fertig, die hat heute Morgen schon gelaufen. Was mich immer stört, dass die Pumpe ist noch leiser. Das ist ja alles gut, das ist ja vom Hersteller und das Gummi und Mach und dann ist das so. Ich möchte es gerne noch besser haben. Ne? Aber gut, muss man gucken. Ne? Man kann nur das machen, was man wirklich rauskitzeln kann. Heizung läuft gut. Also die hat die ganze Nacht gelaufen. Der war draußen, hat die ganze Nacht gelaufen. Und der Kasten hat auch die ganze Nacht gelaufen. War Helge? Ja. Den habe ich heute Morgen um 8 Uhr wieder reingefahren. Mollig warm. Und wir können mal ganz kurz mal eben rein. Der ist ja soweit fertig. Und dann sind wir auch durch hier. So, Heizung habe ich aus, hier ist der Fühler. So, hier haben wir das Ding, so, da kann ich jetzt drehen, ne? Jetzt geht es hier hin, jetzt geht es da hin. Ich nehme die immer von Truma, weil die so flach sind. Sonst, wenn der hier vorsteht, rennst du den mit den Beinen ab. Ne, siehst du, jetzt mache ich mal die Luft, guck mal. Jetzt kommt die Luft hier hin. Ja, jetzt geht sie hier hin. Und jetzt drehen wir nach da, jetzt kommt sie hier hin. Ja, auf jeden Fall, das ist nicht von uns, ist schon gewesen. Das ist von seiner Truma-Heizung. So sieht's halt aus. Ja, hier sind die 2 Jungs, siehst du, die machen Druck. Der Wagen muss auf die Grube, weil die stehen in Reihe und Glied mit Unterbodenschutz. Ne? Da geht diese Woche, ich weiß nicht, morgen kommt der nächste schon rein, was ist das da draußen, der Liner. Ne? Der muss morgen Mittag fertig sein. Damit wir den anderen, wir haben morgen Freitag, damit der andere morgen, ja, ich sag mal, Mittag schon grundiert werden kann. Und entrost drauf und dann bleibt der stehen, warm und Montagmorgen kommt Unterbodenschutz drauf. Also die Unterbodenschutzhalle, aber da bin ich auch wirklich, da haben wir uns schon einen Namen gemacht. Also das wäre ja so nicht. So, liebe Camper, drück mal die Daumen, dass wir Ware kriegen. Hier, Großprojekt bleibt stehen. So, bleibt mir alle gesund. Bleibt lieb. Und ja, siehst du hier, kein Schlauch mehr. Letzte Schlauch. Haha. Der letzte Schlauch, ja, müssen wir den teuren Schlauch, der Schlauch kostet 4-fache zu dem grauen für Imwohnmobil. Ne? Das ist der 4-fache Preis, der ist für unterm Auto, für eine Außenanwendung, aber den nehme ich jetzt auch für innen, ist egal. Kann man nichts dran ändern. Der Hauptanschlusskabel war dann von dem Ami-Scheiß. Ja, guck mal, das ist da. Ja, die Amis dürfen das, das ist ja, hier ist eine Lüsterklemme drin, ne? Ja, hier sind 3 Lüsterklemmen drin. Guck mal hier, ey, das ist starre Leitung. Ja, oh gut, kann man ja nichts machen. Und muss ich mich da jetzt drüber aufregen? Oder nein, muss da muss man sich, aber das kann man ja mal zeigen. Das ist ja mal interessant. Das ist halt der Standard auf einem anderen. Auf einem anderen Kontinent. Auf der anderen Seite vom Fluss, hätte ich fast gesagt. Ja, die sagen sich, was wir in Deutschland machen, ist nicht gut. Zeig dir mal her, machen wir die Scheiße auf. Kannst du mir nicht mit dem Teppichmesser umgehen? Ich wollte nur nicht in die Wampe schneiden. Ja, wieso? Ich habe schon 5 Kilo abgenommen. Und dabei, kann man richtig den Speck abschneiden. Ja, dabei bleibt es auch. Ja, ist nichts Berauschendes hier, das ist einfach eine Lüsterklemme. Ja, und das ist einfach siehst hier. Du? Genau. Ja, aber ganz dick viel Kabel. Ah, sag mal so, ob da jetzt starr ist oder nicht starr ist. Und hier ist wieder flexibel. Ja, ist halt, da ist wieder flexibel. Ja, auch die Farben. Ist halt ein anderer Standard. Aber es ist gleich mal interessant zu sehen. Ja. Jetzt kommt man raus und wird komplett umgebaut auf europäischen Standard. Bitte schön. Hier, guck mal hier, Philipp, wir haben hier von einem Kunde einen schönen Gutschein bekommen für einen Rundflug. Der Kunde ist Pilot, der hat uns alle eingeladen, dass wir mit ihm mal hier über dem Niederrhein fliegen. Finde ich ja ganz, ganz große Klasse. So sieht's aus. Daumen hoch, Kanal abonnieren und wir sehen uns.